4 Tage habt ihr jetzt trainiert. Wie fühlst du dich gerade auch im Vergleich zu den ersten beiden Tagen vielleicht? Naja, es fühlt sich mittlerweile wieder ein bisschen besser an. Der erste Tag gerade war ein bisschen holprig. Erstmal wieder richtig einen Ball am Fuß gehabt. Bei der ersten Passform mit längeren Wegen, weil man ja auch nicht zu nah einander stehen kann, ist das ja auch ein bisschen gezwungen. Ist man schon ein bisschen kaputter. Jetzt kommen die Abläufe wieder ein bisschen rein. Es wird wieder ein bisschen Normalität so und fühlt sich auf jeden Fall wieder besser an. Jetzt ist es ja auch gerade in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit, überhaupt hier auf dem Rasen stehen zu dürfen. Wie bewertest du das und wie dankbar bist du vielleicht auch, dass ihr wieder den Ball am Fuß hier am TNZ trainieren dürft? Ja, absolut dankbar. Also ich stehe für mein Leben gerne auf dem Fußballplatz. Jetzt auch gerade bei dem Wetter ist man froh rauszukommen und einfach sich zu bewegen. Man fühlt sich gut, wenn man einfach ein bisschen Sport machen kann. Und gerade in der schweren Zeit bin ich sehr dankbar, dass man bei dem sensiblen Thema auch eine Lösung gefunden hat, dass man wenigstens in kleinen Grüppchen wieder auf dem Platz stehen kann. Vorhin bei einer Übung gab es ein Lob vom Trainer für die Lösung, die du gefunden hast. Was bedeutet das für dich, wenn der Trainer eben dir die positive Bekräftigung da gibt? Ja, ein Lob fühlt sich immer gut an, ob es vom Trainer ist oder auch vom Mitspieler. Man weiß, man hat was richtig gemacht oder was Schwieriges gut gelöst. Natürlich pusht einen das nochmal ein bisschen mehr. Jetzt steht nach der Trainingswoche das Osterfest an, natürlich jetzt unter besonderen Bedingungen. Wie verbringst du die Ostertage? Ja, ganz normal mit meiner Freundin zu Hause. Also ich fahre nicht zu meinen Eltern, um einfach auch so gut es geht an die Regeln zu halten und das Ansteckungsrisiko einfach so minimal wie möglich zu halten. Deswegen einfach mit meiner Freundin, mit der ich eh den ganzen Tag zu Hause bin in der Wohnung, ganz ruhig. Wünsche ich weiter ein gutes Training und schöne Feiertage. Dankeschön, auch so.